Müssen wir später sicher nochmal hier hin. Fehlende Fähigkeiten und so. Nicht so schnell, kleiner Freund. Vorsicht da drüben. Sieht nicht sicher aus. Genau wie auf dem Schrottplatz. Durchhalten, BD1. Ich komme. Hey, lass mal einen kleinen Druidenfreund in Ruhe. Verdammt. Das war's. Kann man hier nicht ausschalten? Noch mehr Studien. Das war ziemlich mutig. Alles okay? Warte. Ach, sein Beinchen. Darf ich mal? Ach, verdreht. Oh. Schon gut. Schön. Der Scrum-Anschluss ist kaputt, aber das sollte uns für den Moment reichen. Okay, versuch's. Ach, wie süß. Helft mir, Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung. Das Gefälle? Ja, da wollte ich auch hin. Okay, also, erstmal müssen wir irgendwie von hier wegkommen. Lichtschwert anpassen. Farbe. Blau. Grün. Was haben wir noch? Orange. Vorbestellerbonus. Ich bleib bei Blau. Sender. Magito-Kampagne. Ach so. Das ist nur Optik. Warum Magito-Kampagne? Hä? Jetzt können wir unser Lichtschild individuell designen. Bei Jedi Knight hatte man feste Griffe, die man sich nur aussuchen konnte. Regierungsmetall. Ich will ein kurzes Lichtschwert haben. So. Jetzt habe ich den Umbara-Griff mit Legierungsmetall. So, das finde ich wirklich cool, dass man es so jetzt designen kann, Stück für Stück. Und es macht keine Unterschiede von den Werten. Es ist nur Optik. Ah. Schön. Es gefällt mir. MBD, das ist viel zu klein für mich. Keine Sorge, ich find schon selber raus. Der Eng, es wird schon gehen. Untersuchen. Diese Ranken führen doch irgendwo hin. Hoffentlich stabil. Lass mal weiter gucken. Was gibt's hier denn noch? Der Jedi, der hier war, hat sehr viel herumexperimentiert.
eigentlich das, was Luke auch auf Angtur gemacht hat. Heilen. Ein Heilungsstim. Du bist voller Überraschungen. Normaler bin ich ja nicht so für Stims. Das ist besser. Danke, Kleiner. Na schön. Und auf ein neues. Oh. Hier, komm an Bord. Wie in Battlefront 2 haben wir Androiden auf der Schulter. BD-1 kann Cam mit Stim-Behältern heilen. Vergessliche Droiden gibt's also auch. Was soll ich da sagen? Der Droide gehört bestimmt dem Jedi. So, jetzt haben wir Zugriff auf die Karte. Auch cool gemacht. Geblockt. Und hier geht's weiter. Abkürzung freigeschaltet. Können wir schon da hoch. Eine Truhe. Ist es okay, wenn wir uns daran bedienen? Aufbruch. Noch mehr Gegenstände. Wer hier gelebt hat, hatte hier sein Lager. Lebensmittel und Vorräte. Vorratsschrank. Ja, wir gucken uns das jetzt an. Ich kann die Sachen nicht auswählen. Karl Kestis ist ein junger Schrotzwärmer auf dem abgelegenen Planeten Braka. Dein dunkles Geheimnis verbirgt. Er war einmal ein Jedi-Padawan. Als sein guter Freund Puaf bei einem tragischen Unfall ums Leben zu kommen droht, nutzt Kell die Macht, um ihn zu retten. Der Vorfall entlarvt Kell jedoch als Jedi und bringt die tödlichen Inquisitoren des Imperiums auf seine Spur, denen er dank zwei neuer Freunde an Bord eines Sternschiffs mit knapper Not entkommt. Eine ehemalige Jedi, Order 66, überlebt, sonst wäre sie auch gar nicht hier. Nach Jahren in der Einsamkeit schloss sie sich mit Sternschiff Captain Grease zusammen, um im Rahmen einer geheimen Mission den Orden der Jedi wieder aufzubauen. Nachdem sie Kell vor den Inquisitoren des Imperiums gerettet hat, nimmt sie ihn unter ihre Fittiche. Der Captain der Mantis ist ein vierarmiger Letero. Nachdem er Kell auf Braka gerettet hat, akzeptiert Grease widerwillig die Freundschaft des jungen Jedi. Da ist dieses Reptil. Scan. Bogratten und Plugs, die Natur von aus extrem aggressiven und ach, wir können auch sogar andere Sachen
reinmachen. Halt er uns nicht, dann gibt er uns zum Beispiel wieder mehr Macht oder sowas, keine Ahnung. Wobei mehr Macht ist unlogisch. Da gibt es noch was zu entdecken. Na, hier geht es auch noch höher. Dorthin müssen wir. Ich fühle es. Das ist mit Sicherheit ein Jedi-Tempel. Die große Kluft. Du hast alles kartografiert. Einige Wege sind kernversperrt. Ich schaff's nicht darüber. Es muss noch einen Weg geben. Später können wir auch den Wandlauf. Ich finde es blöd, dass man hier die Mächte vorgeschrieben bekommt. Bei Force Unleashed und Jedi Academy konnte man sich das aussuchen, was man lernen will. Da hatte man die Grundmächte für die Umgebungen und den Rest konnte man sich aussuchen. Bokratte. Was haben wir denn hier? Wo willst du hin? Was ist das, BD1? Dämmerung auf Burgano. Kannst ein Poncho Pausenmenü wechseln. Dämmerung auf Bogano. Nee, ich bleib dabei, was ich habe. Neuer Speicherpunkt. Einfach nur, damit ich es drin habe. Manchmal wird so ein Angriff uns auch nützlich sein. Bei hohen Tiefen zum Beispiel. Hohen Tiefen, was sage ich da? Wenn es ziemlich tief geht, runterspringen und sobald ich in einer Reichweite bin, Angriff. Dann nimmt man keinen Schaden beim Aufprall. Sieht aus wie eine Brücke. Gute Arbeit. Warum hältst du dich da nicht fest?
Leben, Macht und MP wiederhergestellt. Und schon wieder weg. Hier hoch. Mann, Mann, Mann. Unterirdische Zuflucht. Diese eingezogene Brücke, die können wir bestimmt später mit Schub oder so nach unten befördern. Das wäre dann auch wieder eine Abkürzung. Wir müssen hier hoch. Dann kommen wir wahrscheinlich zum Tempel. Etwas? Danke, BD1. Parafisch. Fähigkeitspunkt erhalten. Wie bekomme ich das Machtecho? Es gibt doch mit Sicherheit später noch den Doppelsprung. Macht! Greifen! Das klingt groß. BD1. Siehst du was da drin? Ach, da oben. Ach, das ist dieses Schiff von gerade. Das guckt jetzt so nach unten. Was ist denn da?